Herzlich willkommen zu einem neuen Sound Recording Tutorial und dieses Mal schauen wir uns nochmal Morph 2 von Synaptic an. Und zwar, wie man es etwas untypisch verwenden kann, und zwar nicht um zwei Sounds ineinander zu morphen, sondern als kleines Effektmodul. Wir schicken also jeweils nur einen einzigen Sound hinein und benutzen dann hier den Algorithm und die Processing Parameter, um den Sound zu verändern. Das Grundsetup ist dem Standard-Setup sehr ähnlich, wichtig. Bitte hier nochmal unbedingt ins Manual reinschauen, denn das ist bei jeder DAW etwas anders. In Cubase funktioniert das folgendermaßen. Ich habe mir eine Gruppenspur erstellt. Und zwar wichtig, eine Quadrophonie-Gruppenspur. Hier Morph als Insert-Effekt reingeladen. Und dann route ich hier meine drei Retrologues, die haben hier ein paar Beispielsounds drin, auf diese Quadrophonie-Spur. Dann erscheint anstatt des normalen Panners hier dieser Surround-Panner. Und hier schicke ich die Signale einfach ganz nach vorne. Dann kommen die hier in diesem Eingang A an. Also nochmal für jede DAW genau im Manual nachschauen, wie das da funktioniert. So, nachdem das erledigt ist, habe ich mein Routing fertig und ich spiele jetzt einfach mal diesen Beispielsound hier an. Man sieht hier, das Einzige, was automatisiert wird, ist der Formant-Parameter. Man bekommt dadurch einen Formant-Shifting-Effekt, der aber auch gleichzeitig an ein High-Pass-Filtering erinnert. Zweites Beispiel, hier mit einer Bypass-Automation. Hier sieht man also, Morph ist erstmal gebypassed. So, also der reine Basissound. Und jetzt kommt Morph dazu. Und der Sound wird einfach kräftig durch den Wolf gedreht, wenn man hier die verschiedenen Parameter gegeneinander verschiebt. Als drittes Beispiel noch kurz einen Sägezahn-Sound, bei dem nur dieser Ampsense-Parameter hier automatisiert wird. Und der funktioniert dann hier wie eine Art Booster- oder Sättigungstool. Also drei unterschiedliche Anwendungsbeispiele, wo man hier mit diesen Basisparametern sehr schöne Effekte erzielen kann und die unterscheiden sich auch wieder ein bisschen, je nachdem welchen Algorithm man angewandt hat. Einfach mal ausprobieren und schauen, was da so Interessantes bei herauskommt. Viel Spaß!